Ich liebe meinen Job. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der 22. Folge von Bausimulator. Tatsächlich diesmal im Singleplayer. Pascal schaut natürlich trotzdem zu. Ja, ich wie darf kommt's? nicht mitspielen. Nee, das Ding ist, Bausim lässt uns nicht. Wir hatten in der letzten Folge, beziehungsweise die Folge davor auch schon, Probleme mit dem Multiplayer, die wir bisher nicht geklärt bekommen haben. Ja, ich hatte es ja auch in der letzten Und Folge reingeschnitten, da hatte ich ja auch noch, dann Code von Desync wollte ich ja raus und nochmal neu rein. Das hat ja auch nicht funktioniert, da hatten wir ja ewig lang rumprobiert. Und jetzt wollten wir gerade neu starten, ein paar Tage später das aufnehmen und ich komme trotzdem nicht rein. also gar nicht mehr, das Nee. ist Also der komisch. Ladebalken, der bleibt einfach irgendwann hängen und geht nicht weiter und nach ein paar Minuten bricht es dann einfach ab, das Laden. Nachdem der Ladebalken ein paar Minuten an derselben Stelle hängen geblieben ist. Ich glaube, du hattest vom Bausum 15, da gab es auch schon das Problem, hast du gerade irgendwas vorgelesen, ne? Genau, da Das ist hatten wir einfach Fehler bei gemacht. großen, wenn große Baustellen halt, sozusagen, wenn es große Baustellen irgendwo sind, viel Zeug halt rumliegt, etc. Dass es dann halt einfach nicht mehr das ordentlich synchronisiert bekommt und dementsprechend da kommt er auch gar nicht mehr in die Multiplayer-Partie rein. Ob das jetzt hier genauso ist, weiß ich nicht. Man könnte Das natürlich wäre nochmal eine auch Option, ausprobieren. deswegen machen wir macht Tobi jetzt alleine diesen hier Auftrag fertig. Und wir hoffen einfach mal, dass es dann eine Abschlusskampagne, dass es dann wieder funktioniert. Also wir natürlich vorher das testen, ne? Also, Weil ich habe gerade nochmal doof, wenn du die überlegt. Abschlusskampagne auch alleine machen müsstest dann. Ja. Das fände ich schon extrem doof. Ich habe gerade noch mal überlegt, ob ich vielleicht einfach ein paar Baumaschinen hier wegräume. Dass das vielleicht schon hilft. Weiß ich nicht. Aber ich weiß ja nicht, keine Ahnung. Jetzt probieren kann man es nicht. Dann mach erstmal die Wand noch fertig, dann kannst du ja ein bisschen Ja. aufräumen. Läuft es mit der Kamera los? Was geht denn jetzt ab? Party. Der hat richtig Party gemacht. Disco-Kugel. Na. Okay. Jetzt habe ich natürlich, komme ich hier gar nicht ran an das Stück, Wand. Das ist ein bisschen doof. Hatte zu nahe geparkt. Ja, was ist zu nah geparkt? Das ist immer noch die gleiche Parkposition wie von dem Naja. Deckenfundament, was wir als letztes gemacht haben hier, die Platte. Das ist immer noch die gleiche. Gibt es eigentlich noch größere Betonpumpen? Ich habe nie eine gesehen im Shop. Ich glaube nicht. Das steht doch nirgendwo, ne? Was die jetzt für eine Länge haben. Also es gibt auf jeden Fall einige mit anderer Faltart. Gerade von den US-Maschinen, glaube ich. Die falten den Arm anders. Aber ob die jetzt wirklich größer sind, weiß ich nicht. Außerdem, was heißt größer? Größer heißt vielleicht einfach, also Mehr, dass die was eine größer im größere Sinne wäre, dass die Reichweite irgendwie haben. längeren Arm haben oder dass die ein größeres Betonrohr haben, dass die noch mehr Beton rausballern können und du einfach noch häufiger Beton nachfüllen musst. Nee, also ich meinte schon hier einen längeren Arm. Oh, hat nicht gereicht. Ist eine gute Frage. Nein. Hast du jetzt schon alles betoniert oder? Nein. Obwohl. Guck sie an. Ja, dann lass den Ich habe Abstrich durch und mach nicht erstmal alles genug andere und hoffe einfach, umgeparkt. dass das Ja, aber am Ende bin ich dann reicht. da durch und muss nochmal zurückfahren. Ja, okay, dann park jetzt so ein bisschen um, mach den Abschnitt und dann Nee, mal komm ich auf der anderen vorüber. Seite nochmal. Aber es stimmt schon, das ist ein bisschen nervig, die Armlänge. Das ist halt immer Ist halt eine exakt große nicht Baustelle, da reichen. könnte man eigentlich auch mit zwei Betonpumpen einfach arbeiten. Anstatt der jetzt mal umzuparken. Könnte man. Sich so einen Arm Sieht eigentlich schon auszudenken, ganz ist anders auch aus, erstmal den eine meiste Säulen hier. Leistung. Sieht irgendwie aus, als ob hier das Erdgeschoss gar nicht das gesamte Fundament nutzen würde, sondern ob Nee. da irgendwie so eine schräge Wand hinkommt, dass irgendwie nur der Keller das volle Fundament nutzt und hier vorne jetzt nicht wieder Platz für neuen Vorplatz ist. Halt. Da. Aber ich glaube, hier sah das doch aber so abgerundet auch aus, wenn ich mich Hm, richtig genau, erinnere. ich mach's gleich nochmal auf. Da, hier. Ja, genau. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob da, wo die blaue Plane hängt, Deutsch, ob da, wie Tobi meinte, wirklich ein Übergang kommt. Aber ich erinnere mich doch am Bahnhof, da hatten wir das damals auch, dass da irgendwie eine blaue Plane hing. Und ich sehe auch da, dass da Ja, aber doch nee, irgendwie die ein waren Blut. aber einfach nur, um die Fenster abzudecken, glaube ich.
Ja, aber hier ist ja nur ein einzelnes Fenster oben im Obergeschoss, was schon verdächtig aussieht nach, dass da eine Brücke hinkommt. Deswegen, mal schauen, ob da noch eine Brücke hinkommt. Wenn wär cool und eigentlich auch sinnvoll, weil dann man natürlich dann zwischen beiden Museumsgebäuden hin und her laufen könnte. Ohne rauszugehen. Nein, wieder die falsche Taste. Kran. Zu den nächsten Betonbauteile. Yay. Oh, hassen das viele Passiert. Betonbauteile, ey. Fertigelement Beton, 0 von 1. Also, okay, gut. Pass auf, dann baue ich Alter, jetzt komm, hier die nochmal die Treppen Treppe und schmilzen dann hier. probieren wir es gleich nochmal. So, hat perfekt gepasst hier. Na naja, gut, Passt schon am besten. wir probieren das nochmal ganz kurz neu mit dem Neustarten im Multiplayer. Okay, leider haben wir es nicht geschafft, den Multiplayer zum Laufen zu bringen. Und ja, deshalb geht es jetzt hier weiter im Singleplayer. Pascal wird mich natürlich hervorragend unterstützen, hier das Ganze fertig zu bauen. Ja, soweit wie ich das mental zumindest kann. Ja, noch mehr Zeug loswerden. Noch mehr Bewährungsgitter. Yay. Ach, Kranarbeit ist doch was Tolles. No. Ist doch überhaupt nicht jedes Mal das gleiche. Das ist total abwechslungsreich. Ja. Aber ich meine, deswegen sind wir ja hier und können das sehr spannend kommentieren. So, haben wir das. Ah, yippie, Gießen. Eine neue Tätigkeit, ne? Ja, ey, voll Was ganz krass. Innovatives, was wir noch nie in diesem Spiel getan haben, was ich wahrscheinlich nicht wieder zur Hälfte rausschneiden werde. Aus der Folge. Ich besorge mir wirklich eine zweite Betonpumpe, ey, das ist richtig nervig gerade. Kein Bock mehr zu Warum? rumplatzieren. Jedes Mal. Wir haben mehr Geld, ne? Ey, ich habe 36% erst. Können wir mal ganz kurz festhalten, dass mir drüben gerade in der Küche gebacken wird? Jetzt riecht es gut, oder Weil wie? morgen jemand Geburtstag hat und jetzt riecht sie gerade extremst nach Pizzabrötchen in meinem Zimmer. Ich krieg Spoiler-Alarm, Hunger. das ist nicht Pascal, der Geburtstag hat, der mich daran erinnern wollte, dass ich ihm gratuliere dann. Nee, ich hab nicht Geburtstag. Ich muss noch ein paar Monate warten. So, in diesem Moment denke ich dran, ich fahre erst den Arm weg und fahre dann den Betonmischer ran. Ja. Weil sonst bei dem Betonmischer hast du auch so einen Kinnhaken mit. Ich will's auch noch schon für diese Überreste von diesem. Von den Von Erdwall. unserem Geschiebe da ganz, ganz, ganz am Anfang. Der ersten Folge, also der ersten Teils der Folge. Na, Jetzt das einen schaffe ich Zeitraffer nicht. gesehen. Wir haben einen wunderschönen Zeitraffer da geschnipselt. Okay, also in Perspektive ist doch nicht so gut. Nicht? Nee. Also zumindest kann ich es nicht so mit nur einem Spiegel. Die sind ja auch alle irgendwie ein bisschen missplatziert, sodass man einfach gar nichts sieht. Alles so ein bisschen missplatziert. Aber nach vorne gucken kannst du schon, ne? Was da im Poller stand. Ja, also, nee, ach, egal. Aber gut, wie ich, der da hier aus der Baustelle rausfährt, dass man voll Karacho da gegen die Mülltonne erstmal. Das Ding hat nicht mal ein Rückspiegel. Also, okay, kann auch kein Rückspiegel haben, einfach Ja. weil Betonmischer hinten drauf hat. Dieses Drehen, Was woher ist. kommt Hä? das? Also, das war in den vorherigen Updates auch nicht. Das ist. Nee. Das war nie so. Was haben die gemacht? Vielleicht wollten die die Ansicht irgendwie zurücksetzen, wenn man hier in so ein Menü geht. Haben das aber ein bisschen verkackt und dadurch ist das in einem endlosen, ich drehe mich zurück zu dem Punkt. Aber dann dreht es zu weit und dann fängt es wieder an, sich zu drehen oder so. So ein Mist. Das macht an sich absolut keinen Sinn. Fertigtreppen platzieren. Cool. Dieser Arm wird mir gleich im Weg sein. Auch wenn du jetzt schon weißt, scheiß drauf. Räume ich ihn deshalb weg? Nein. Ja. Einfach so machen, wie ich immer. Einfach alles im Weg stehen lassen. Das passt schon. Es steht sowieso im Weg. Ach, Mann. Ey, es ist halt wirklich ein reiner Betonklotz hier. Aber No. gut, das ist halt europäische Bauweise, ne? No.
In den USA wäre das Gut, amerikanische Bauweise ist Holz. einfach ein paar Holzplanken zusammenschrauben. Ah ja. Und dann wundern, warum die ganzen Häuser nach einem Hurricane weggeweht wurden. Statt wie bei uns in Deutschland, dass einfach nur das Dach abgedeckt wurde. So, beziehungsweise allgemein in Europa gesagt. Aber die bauen halt anders. Hat dafür natürlich auch den Vorteil, dass wenn es bei denen weggeweht wurde, das dann relativ schnell wieder hinbauen können. Ja, das bei uns natürlich dann länger dauert. Jetzt, weißt du, diese beiden Bewährungsgitter da, ne? Was ist das schon wieder für eine Ansicht? Die stehen einfach im Weg. Die sind im Anlieferbereich. Wieso stehen die im Weg? Wer hat das dort platziert? Ja. Dass dort was hin soll. Also was soll denn das? Gut, dann hebe ich sie halt ein Stück zur Seite. Es kann auch So. keiner wissen, dass dort der Platz freigehalten werden muss, dann also. Naja, vor allem ragt er halt so ein bisschen in den, Boah, da steht da nicht mal was. Boah. Einfach die Hitbox war zu groß. Jetzt dürfen wir Säulen und Wände gießen. Das ist ja was ganz Wo ist Neues. die Ambiance vorhin platziert hast? Das war Eieiei. wichtig. Also ja, ich glaube, deutlich länger dürfte die Kampagne hier im Bausenland auch nicht sein, weil irgendwann wird es da einfach durchdrehen. Ja, wenn man begeistert davon ist und. Übrigens, der Season Pass wurde ja angekündigt, ne? Mit Map-Erweiterungen, neuen Sachen und gegen Ende des Jahres soll ja noch eine komplett neue Map rauskommen mit einer komplett neuen Kampagne. Oh, Yippie. Und wer von der EU-Kampagne, nachdem er sie durchgespielt hat, noch nicht genug hat, kann noch die amerikanische Kampagne auch noch machen. Die sowieso, Also an ja. sich, zeigen wir eigentlich nur die Hälfte des Gameplay-Inhalts des Spiels bisher. Plus, es gibt ja noch Maschinen, die wir gar nicht gezeigt haben. Plus, es gibt ja noch Maschinen aus DLCs, die ja schon rausgekommen sind und noch rauskommen werden. Aber Also. wir haben alle Maschinenarten gezeigt, sagen wir es so. Also wahrscheinlich wird jetzt hier Bausenmatter ähnlich wie das jetzt so mit modernen Spielen, sei es auch mit SnowRunner oder so ist, gemacht werden. Einfach Season halt eben Pässe und halt denen dauerhaft immer weiter Content DLCs raushauen. So dass das Spiel eigentlich so lange, wie halt eben der Support für das Spiel dann besteht, noch genutzt werden kann und immer wieder neuer Content kommt und das Spiel einfach, ich sag mal, nie langweilig wird. Was beobachtet man jetzt an vielen Stellen ja auch, dass von früher war ja einfach, man hat ein Spiel programmiert, das dann gebugfixt, bis es halt eben funktioniert hat. Da haben die Leute das eben eine Weile gespielt. Und wenn die keinen Bock mehr hatten, dann kam der nächste Teil von dem Spiel raus. Wenn das sich ja mittlerweile eher daran entwickelt, dass man jetzt ein Spiel halt eben entwickelt und das dann halt eben mit Content-DLCs versucht hat eben durchgängig zu pflegen weiterhin. Ja. Aber Tatsache, jetzt kommt eine Brücke. Da kommt tatsächlich diesmal eine Brücke hin. Die blaue Plane haben sie auch ein bisschen angehoben. Ah, Ah. nee, haben sie nicht. Weil wozu solltest du sonst jetzt hier stelzen und irgendwelche Querbalken jetzt hinbauen, wenn da keine Brücke hinkäme? Ja. Ey, ja, guck mal, es ist gar nicht viel Zeug, wo ich gießen muss. Aber ich muss halt trotzdem wieder hinstellen. Ich würde es ja am liebsten einfach auf das Fundament dort reinstellen, weil dann käme ich auch überall ran. Bläh. So. Halt! Was habe ich vergessen, Pascal? Warum blinke ich Da eigentlich? fehlt ein Betonmischer. Ja, was habe ich dann noch vergessen, bevor ich jetzt in den Betonmischer wechsle? Hä? Klappe aufmachen. Ach, die Klappe. Wäre vielleicht wichtig, wenn der Beton auch reinkommen soll und nicht nur daneben laufen soll. Ey, guck dir das an. Bin ich gut oder was? Na, der Vollprofi. Wenn nicht, muss trotzdem gleich nochmal auffüllen. Das ist gut vorstellbar. Oh nein. Als ob das jemals fallen soll, nicht rankommt. Wie war es mit der zweiten Reicht, Betonpumpe? ey. Mano. Kann ich mich dorthin stellen? Ja, könnte ich tatsächlich.
Ob ich dann daran feststecke? Nein, okay. Wetten, es passt jetzt nicht wegen diesem gelben blöden Ding. Das ist aber eng. Das ist aber eng. Nee, das passt perfekt, aber dieses blöde gelbe Ding, das steht im Weg. Ist das eine zu große Hitbox, wie alles in diesem Spiel? Naja, nee, es hat ja schon direkt angestoßen. Also die Stützen, die sind da normalerweise sehr anspruchslos. So. Muss noch ein bisschen weiter vorfahren, dann passt das. Einmal rums gegen die Mauer. Paar Skills. Nee. Dann sind das Ding. Wenn man das mal zielen würde. Haben wir echt eine steile Rampe da ausgebuddelt, muss ich sagen. Ne, die ging auch mal weiter runter, glaube ich. Ne, die war immer nur so. Das war immer nur so steil. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Probier mal anzumachen, vielleicht läuft das aus dem rein. Ne. Schade. Es sind eigentlich nur zwei Stützen, die ich eben hier hätte gießen müssen, ne? Ja. Das ist alles noch wegen diesen zwei Stützen immer noch. Ich lerne es auch nicht. Fertigkeitspunkt! Yay! Gleich mal ausgeben. Warte. Nein, die ist es. Nein! Nein! Fertigkeiten. Schwierig zu bedienen hier alles. Ja. Was macht mir auch so ein bisschen Angst, dass wir immer noch zweimal Paletten Bewährungsgitter und noch sechsmal Betonschalung haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier bauen wir noch ein Dach. Da irgendwie nach einer weiteren Etage. Ja, oder halt ein Dach. Auf oder der ganzen Dach. Fläche. Weil warum sonst sollten da Säulen sein, ne? Naja, ein Dach muss ja eh noch hin. Das ist ja klar. Die Frage ist, ob du es errichten musst. So. Letzte Palette. Oh, das ist schon wieder ein eindrucksvoller Betonbau, den wir hier gebaut haben. Ja, so viel dazu. Ach du Scheiße. Deckenelemente. Ich hab's geschafft. Mir macht es ein bisschen Sorgen, dass der Bauabschnitt J, Obergeschoss, erst zu 56% fertig ist. So, ich hab die Wand, ich hab die Wand. Mach ich die Wand hier voll. Und dann fehlt die noch. Aber die ist auch gleich fertig. Wunderbar. Diese Treppen, ne? Jetzt baue ich wieder eine Treppe. Da fehlt dann aber wieder noch ein Stück. Weißt du, sowas wäre wieder so ein Beispiel für, das könnte man auch einfach parallel laufen lassen. Diese Treppe, das könntest du die ganze Zeit freigeschaltet haben, dass du das bauen kannst. Ja, weil an sich ist die Treppe ja egal, wenn du die machst. Hauptsache du machst sie, sobald halt das Fundament steht und der Keller fertig ist. Ja. Dann kannst du die Treppe eigentlich ja machen, jederzeit. Weil die beeinflusst auch keinen weiteren Bauabschnitt mehr. Außer dann vielleicht, keine Ahnung, außen noch Dekoration, wenn da auch irgendwas zu tun ist. Was ich jetzt nicht hoffe. Nee, bestimmt nicht. Da waren nur so ein paar Fahnenstangen oder so. Das Grünzeug müssen wir auch nichts liefern. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass das nicht weiter... Schon wieder. Not again. Weißt du, was jetzt kommt? Was denn?
Rate mal. Beton gießen. Tatsächlich nicht. Deckenelement platzieren. Ja. Viel mehr kann es ja nicht sein, ne? Okay, nee, erstmal Fahrstuhlschächte. Wow. Das ist ganz Neues. Ich darf die nächste Treppe bauen. Woo. Ey, der Platz für die Betonpumpe ist echt doof. Steht immer im Weg. Mhm. Egal, was angeliefert werden muss. Aber ich glaube, das Außenverkleidung ist jetzt durch, weil hier ist auch noch mal was aufgetaucht. Gerade. Mhm. Aber es fehlt noch ein Dach. Ich liebe meinen Job. Na, ja, wörtlich übersetzt Schießgewehr. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Früher, was ein altertümlich benutztes ehemaliges Wort für Schrotflinte ist. Ja, Shotgun, schießt Gewehr. Naja, macht schon Sinn, aber ich habe das nie hinterfragt, weißt du? Und wie heißt es in einem. Und wie heißt das in dem Kinderlied? Fuchs, wirst du ganz, ganz gestohlen? Sonst kommt dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Was einfach nur ein anderes Wort für Schrotflinte ist. Ha. Also auf Deutsch gesagt, gib die ganz wieder her, sonst kriegst du das Schrot in den Hintern gepumpt. Ja, okay. Mit der Pumpgun. Pumpgun. Aber Pumpgun gibt's ja auch noch. Was ist denn das? Dann. Ja, das ist auch Shotgun, Pumpgun. Ich glaube, das sind dann nur kleine Spiele, aber am Ende ist alles Schrotflinten. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie wir mit Flinten schießen, dann schaut gerne mal bei The Hunter vorbei. Soll ich den Scheiß hier reinschneiden? Och komm, Spiel, du willst mich doch verarschen. Also, jetzt stelle ich wieder die Betonpumpe hier hin. Und damit er danach das Deckenelement spawnen kann. Hui! Frustrationslevel. Limes gegen unendlich. Oh, komm! Steht immer noch im Weg. Es ist so klar. Wieso, was soll es sonst sein? Natürlich stehst du im Weg, Tobi. Das war doch schon vor zu ahnen. Als ob das Spiel jeweils was anderes gemacht hätte, als immer genau dort die Objekte zu platzieren, wo du gerade stehst. Oha, jetzt kriegen wir ganze Betonplatten. Hier sind runde Wände. Ah, deswegen. Na, wahrscheinlich für wegen vorne. Ja, ja. Wo das eigentlich auch gießen könnte, ne? Man bräuchte nur runde Schalungen. Die Last ist zu schwer für diese Baumaschine. Was? Du brauchst einen anderen Kran. Du brauchst den großen Autokran, ja. Für den ist das natürlich easy peasy hier. Ja. Allerdings kann ich mich nicht drehen, weil ich an der Laterne hänge. Oh. Das kann doch alles nicht warzen, Schwein. Du an dieser verdammten Laterne jetzt festhängst. Dann halt einfach eine ganze Runde rumdrehen. Willst du das Decken, das Element ist verkehrt rum, muss immer 180 Grad drehen, oder? Na, drauf geschießen. Ich komm da allgemein nicht mehr ran. Wie, du kommst jetzt, egal wie rum, du schreist nicht mehr ran, oder was? Da bin denn die Folge doch eher Frustrationslevel 1 Million. Psst. Nein, 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 nein! Boom!
Frustrationslevel gegen Ups. Eieieiei. Achtung, große fallende Betonteile. Ich weiß nicht, wie viel hebt denn der Kran hier? Der andere. Es muss ja mehr sein als das, was der heben kann. Kannst du mal recherchieren, wie viel der Kran hier hebt? Maximale Tragfähigkeit 8 Kilo. 8000 Kilo, also 8 Tonnen kann der maximal tragen. Das heißt, das sind vielleicht hier, was weiß ich, 10 Tonnen oder so. Ich weiß nicht, wie viel der... Steht bestimmt hier dabei. Der Liebherr LTM 1300. Wie viel der heben kann? Maximal tragen das 300 Tonnen. Also nochmal ganz kurzer Vergleich. Der ECB 8, der, also der Turmdrehkran, hat 8 Tonnen. Der hat 300 Tonnen. Ja. Der mobile. Also das ist ein dezenter Unterschied. Das ist schon echt viel. Aber es gibt von Liebherr, glaube ich, auch noch, noch einiges um größere Kräne. Kannst du mal recherchieren, was die so, 300, so für krasse Kräne 300 Tonnen ist schon fett. Aber die haben doch noch so ganz große Bergbaukräne oder so. Ich glaube, ich überlege nur gerade, weil es gab irgendwann mal einen, habe ich mal so ein Video gesehen von, ich glaube, es war eine Ausstellung von Liebherr oder so. Und dort haben die halt so einen Liebherr-Kran genommen und damit ein Modell hochgehoben von dem Liebherr-Kran. Dann haben sie diesen Kran, der gerade doch das Modell hochgehoben hat, mit einem anderen Kran hochgehoben. Dann haben sie den Kran, der den Kran mit dem Kran-Modell hochgehoben hat, nochmal mit einem Kran hochgehoben. Das spielt dann alles in der Luft, ne? Und dann haben sie das noch und noch mal gemacht. Fertig. Ich darf den Kran abbauen. I did it. Und tatsächlich ohne alles durch. Irgendwas zu überspringen. Ja. Naja, kannst du noch mal reinschauen. Sonst ist gleich Ende Gelände. Ja, was? Wo reinschauen? Ins Gebäude vielleicht nochmal. Ach so, nochmal ja, stimmt, stimmt, stimmt. Gut, dass du es mir sagst. Ich hätte es nämlich nicht gemacht. Einmal durchs Fenster reingehen. Boah, das ist schon eine riesige Halle, irgendwie. Ey. Oder Eingangsbereich oder sowas. Das halt auch. Ist hier so ein bisschen Zwischenstockwerk auch noch mit dabei. Dann geht's hier nach drüben. No. Boah, ey, das ist schon ein Riesenbatzen hier. Na gut. Aber das so als letztes großes Bauprojekt. Ist schon ganz nett geworden. Das ist schon eindrucksvoll. Wenn wir mit dem Baudirektor sprechen, dann sehen wir auch, wie es insgesamt aussieht. Also besonders das größte Highlight sind natürlich hier davor diese Erdwelle, ja. Dinger. Das ist natürlich das Interessanteste davor. Muss ich nochmal einen Screenshot machen hier? Das Problem ist nur, wenn wir jetzt mit diesem Museum. Oder ja. Endlich kann sich das Museum vergrößern. Der Kontrast zwischen Klassik und Moderne schlägt eine Brücke aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart. Wir werden diesen Ort nutzen, um unsere Funde auszustellen. Später können wir Wechselausstellungen umsetzen und zu exklusiven Abendveranstaltungen und Podiumsdiskussionen einladen. Ich kann dir gar nicht genug danken für diesen historischen Einsatz deiner Firma zugunsten des kulturellen Erbes dieser Stadt. Bis hoffentlich bald. Jawohl. Ja, hab's geschafft. Was ich noch meinte, das Problem, Knights Endgame. Wenn das jetzt schon so ein hohes Frustrationslevel hatte, was macht denn die Abschlusskampagne mit uns eigentlich? Ne, das war jetzt vor allem frustrierend, weil ich das alles alleine machen musste. Ne, gut. Aber ich würde sagen, was ist das?
mit dieser Folge. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Genug. Ja, finde ich auch. 2 Stunden haben wir jetzt genau. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch dann noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss. Tschüss.